Hallo liebe YouTuber und Wüstlinge, ich bin wieder da. Kenshi, dritter Teil, vierte Staffel, glaube ich. Und ihr seht, ich musste tatsächlich laden. Letztes Mal sind mir die Banditen sind wieder zurückgekommen und haben sich gedacht, ja, hau ich nochmal drauf. Fand ich nicht gut, aber kann ich nichts machen. Ich habe nochmal den Dickhals und den Dirt geholt und dazu noch ein Schwert, also die Rambona. Und noch ein, der hieß Carp im Original. Ich habe ihn jetzt Karpfen genannt, liebevoll. Und, nee, Dirt ist der. Dickhals braucht unbedingt was anzuziehen. Was macht Rolfine? Nichts Gutes. Es ist aber hier der Ort gar nicht so schlecht, um auf die Beine zu kommen. Denn hier ist ordentlich was geboten. So, gucken wir mal. Ja, rechte Maustaste angewandt. So wird's gemacht. Gehen wir da weg. So, die Waffen nimmt dann hier die Rolfine. Die kann am meisten schaleppen. Ist mir eigentlich egal. Ich will jetzt die paar mickrigen Münzen da gar nicht haben. Ich will nur nicht, dass wenn die aufwachen, dass sie uns direkt wieder einen auf die Fontanelle geben. Der Karpfen, guck mal, was der zum Anziehen hat. Ihr wisst, ich mag das einheitlich. Das heißt, die werden auch alle nachher so ein bisschen umgestylt. Aber noch nicht. So, hat der auch noch was? Gucken wir auch noch mal. Das macht jetzt mal Rambona. Zack, die kriegt auch noch mal was. Damit ich mit dem... damit Rolfine nicht so langsam ist. Viel langsamer als alle anderen. So. Und dann können wir hier wieder rüber gehen. Diesmal hole ich mir dann nicht direkt so eine Truppe an den Hals. Ich laufe jetzt erstmal nach Khartoum. Schau, ob da irgendwas Militärbase-mäßiges ist. Das ist schon übertrieben, ne? Militärbase, aber irgendwas. What? Lauft, meine Freunde. Und Rambona sieht richtig böse aus mit den dunklen Augen. Das gefällt mir. Was bist du für einer? Nein, es ist nicht Rolfine. Das kann ich bestätigen. Nein, okay. Mit wem sprügelt ihr euch? Das ist nicht Rolfine. Hin! Wir helfen, wo wir können. Wir den auf die Oma hauen? Ja, ne? Das machen wir. Gab ja gerade die Autosave. Helft ihnen! Indem ihr mit den Schwertern auf die Gesichter geht. Jawohl! Der hat nicht mehr viel. Rolfine, dreh dich um, die sind in der anderen Richtung. Jawohl! Jawohl! Karpfen. Plündern. Jetzt. Und das finde ich sehr gut, dass ihr nicht mithelft. Autosaved. Dickhals, komm mal. Oh, das ist ein Paradies. Ein Paradies. Rolfine! Herkomm! Achtung, nee, das sieht dann. Nee. Nee.
Nee. Ramona. Ramona, schnell! Die ist mit allen Waffen auch noch gleich gut. Von daher. Ach, Scheißdreck. Von daher kann ich das da auch noch gut ändern. Und da gucken wir direkt mal weiter. Das ist nämlich das Paradies hier. Tragen. Ja. Nein, aber Kohlenwert. Zack. So, und damit ihr mich nicht anschreit, wechsle ich da nicht das Equipment heute. Ist ja was. Ist geil, die werden jetzt alle nacheinander wach und kriegen nacheinander aufs Maul. Okay. Dirt, hier hin. Ne, das ist Quatsch, da machen wir nix. Das sieht nach was aus. Da müssen wir echt mal selektieren jetzt. Ja, sicher. Ja, sicher. Weg. Weg. Nehmen. Kein Mensch. Was ist das? Das ist ein Knüppel. This is not a Knüppel. Und er hat auch so einen Stachelhelm. Na. So. Dicker Hals, komm mal her. Das tut mir leid, also für die Leute, für die es jetzt nicht so interessant ist. Das war ja auch nicht geplant, dass ich sowas finde. War ein nettes Schlachtfeld. Ja, der hat natürlich nichts an den Füßen so richtig, ne? Aber ich kann mir das natürlich nicht einfach so entgehen lassen. Was ist das? Vielleicht noch ein Boss irgendwo? Nein, 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 nein. Ich gehe mal alle durch. Nein. Hier lagen ja ein paar auf einem Haufen. Nee, ich glaube, das. Das ist es dann. Jo. Ich glaube, wir haben genug abgesahnt. Schön. Letzte Episode hatten wir ja ein bisschen Pech. Jetzt haben wir ein bisschen Glück. Ich hoffe, das hält an. Weiß nicht genau, wo wir hin müssen. Das ist natürlich wieder zu weit. Da müssen wir. Da ja. Ich hoffe, wir können relativ fix mit dem Aufbau von der Base anfangen. So, Rolfine immer noch vorne, Dickhals da hinterher. Oh! Oh, Rambona. Und Dirt. Ja gut, das ist natürlich verständlich. 18 Kilo wiegt das gute Ding. 045, 045, ne, 54, 5454. Lamm. Chest 50%. Chest 90%, ja. Ja. Wird alles noch getauscht, keine Angst. Ja, immer noch ein bisschen abseits.
War dieser Wind, ne? Aber ich muss halt weiter hoch, damit ich Sachen sehe. Oh, da ist doch was. Boah, ein bisschen näher ran hier an die Düne. Dann ist es auch nicht mehr so windig. Das sieht schon schwerer befestigt aus. So, was habe ich denn an Kohlen? 1,5. Könnte man ja mal machen, ne? Ah, jetzt wird Karpfen auch langsamer. Jetzt habe ich ihn. Habe ich ihm andere Sachen gegeben. Ja, das ist der Grund, warum ich das nicht alles von einem tragen lassen möchte. What? Was ist das? Was bist du? 12,19. 5,9. 4,11. Es könnte 21,20. Ah, das bin ich wieder. Könnte Probleme geben. Was ist das denn hier? Was ist der denn? Das ist nicht Rolfine, Mann. Knackwürste. Aber es scheint so. Moment mal. Das sind das Bandits und das sind Hungry Bandits. Ja, finde ich gut, dass sie so schön kooperieren. Sind meine Jungs und Mädels. Da laufe ich jetzt nicht runter. Denn die Bandits, die gewonnen haben, haben meine Säbel. Also haben Säbel dabei. Und die anderen haben wieder nur diese Stockdinger. Gucken wir mal, wie ich hier raufkomme. Ja, doch, es geht darauf. Mann, 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 ist das windig. Warten wir mal hier. Jetzt gucke ich mal kurz durch. Ein bisschen verletzt. Nein, 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 nein. Nur Rolfine hat ein bisschen was am Arm. Gut, da sind wir ja gut weggekommen. Waren aber auch nicht wirklich richtige Gegner. Das dauert wieder. Was ist dieses? Ah, okay. Nein, Sandninjas. Uncool. Police, Dead Cat. Okay. Ich weiß nicht, zu wem ich halten soll. Wenn der Polizist gewinnt, dann habe ich dreimal coole Waffen. Oh. Aber wenn der... Entschuldigung. Wenn die Ninjas gewinnen, habe ich Polizeiklamotten. Okay, die Ninjas sind affenstark. Machst du nix? Da hätte ich keine Chance. Obwohl die natürlich schon. Ihr seht, die Verletzungen sind nicht schwer gewesen von gerade. Das heißt, die waren
sowieso schon nicht so aufgepowert hier, was den Bereich angeht. Müssen wir echt aufpassen jetzt. Ich würde sogar versuchen. Zeig ich mal. Ja, im Zweifelsfall kann ich die wegschmeißen. Ich würde sogar versuchen, Räufine ranlaufen zu lassen. Ne, noch nicht. Ich warte noch. Dass die nämlich alles dann aufnimmt schnell. Und im Zweifelsfall können wir uns verpissen zur Stadt. Und dann hoffen, dass die Wachen die ein bisschen plätten. Oder ein bisschen viel. Ich guck mal hier. Da kann ich wieder nicht richtig rumgucken. Hallo. So, ihr seid schon vier. Das ist gut. So, Rolfine, probiert's. Also wenn da gleich wieder so ein paar Ninjas angehumpelt kommen, haben die uns gerochen. Nein, was tust du? Boah, ich dachte, die rennt von alleine. Boah, ist das Viech weit weg. Wollen wir sind gierig. Wir probieren es einfach. Ja, leck mich einer am Fett. Die Waffe ist gut. Was? Wie no room. Es tut mir leid, Herr Polizeimann. Kann ich, darf ich das überhaupt tragen? Oder wahrscheinlich kriege ich dann Ärger von den anderen Fraktionen, ne? Ich will es tragen einfach, weil es cool ist. Oh, 100, 100, 100. Aber hier die Blunt Resistance ist nicht so hoch. Coverage ist natürlich höher, ne? Das ist jetzt eine Sache. Ich würde es sogar. What? Warum ist der Club so teuer? Boah, ist ja ein Riesenclub. Das ist ja ein Riesending. So, Karpfen. Hat. Ja, komm ran. Tauschen wir alles gleich. Hauptsache, ich habe die Sachen erstmal im Sack. Dachte, der ist ja der Langsame, ne, der Karpfen. Ach du Scheiße. Na? Jetzt nicht euer Ernst. Ach doch, Rambona ist schon oben, ey. Ich dachte schon. Und dann schicke ich die auch mal auf den Weg. Die Folge ist auch gleich wieder vorbei. Mein Wecker hat gebimmelt. So, da kann ich es nämlich hinpacken. Und so machen wir das. Und so. Und irgendjemand hat keine Boots. Kriegt er aber gleich. Ich habe nichts gemacht, ich habe nur die Sachen verwertet. Ja? Es liegt mir fern, den Bediensteten in irgendeiner Art und Weise Unheil zu wünschen oder Unheil zuzufügen sogar. Aber ich wäre ja ein Verschwender, wenn ich es nicht täte. So, wir gehen in die City und damit es nicht ganz so langweilig ist, mache ich hier den kleinen Cut. Und in der nächsten Folge sind wir dann schon in der Stadt. Außer es passiert vielleicht auf dem Weg was ganz, ganz Aufregendes. Zum Beispiel
Gibt's hier eine Lawine runter oder so, irgendwas, ne? Dann schalte ich vorher wieder ein. Und ansonsten sehen wir uns nächstes Mal mit ein bisschen traden, ein bisschen Ausrüstung verteilen. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen was schon vorher machen, werde das aber nur mal zeigen, wie ich das so ein bisschen verteilt habe. Und ja, dann geht's an die nächsten Schritte hier in Kenshi in der vierten Staffel. Langsam bin ich ja mit meinen 5 Mann schon ganz gut ausgerüstet, kann man sagen. Das ist auf jeden Fall annehmbar. Und wir werden mal sehen, ob wir noch zwei, vielleicht ja, zwei Begleiter hier finden. Ein bisschen Material, dass wir die ersten Schritte Richtung Base machen können. Und vielleicht gibt es Kannibalen. Auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen gibt es mit Sicherheit Kannibalen. Danke fürs Einschalten. Kommentiert doch ein bisschen und vielleicht lasst den Like da. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut.